Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, da von meinen Vorrednern vieles bereits gesagt wurde und ich auf dem Standpunkt stehe, es muss nicht jeder alles sagen, gestatten Sie mir an dieser Stelle vielleicht einfach noch mal die grundsätzliche Position der SPD-Fraktion in diesem Haus zu der Frage des Meisterbriefes, aber auch insbesondere zur Frage der dualen Ausbildung deutlich zu machen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch wenn der ein oder andere nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland glauben mag, dass ein unbegrenzter, uneingeschränkter, freier Marktzugang zur DNA der Marktwirtschaft oder auch der sozialen Marktwirtschaft gehöre, so ist die Meisterpflicht jedoch nicht nur irgendein lästiges Handelshemmnis, sondern für uns aus unserer Sicht ein wichtiger Qualitätsstandard des deutschen Handwerks. Nur der Meisterbrief, auch das möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal klarstellen, weil meine Fraktion und ich persönlich haben das wiederholt in diesem Haus auch getan, nur der Meisterbrief garantiert am Ende Ausbildungsplätze und Qualität der Leistung. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die SPD-Landtagsfraktion in diesem Haus hat schon immer zum Handwerk und zum Meisterbrief gestanden. Und da hat die SPD nicht erst in der heutigen Debatte, sondern bereits im Jahre 2014 darauf hingewiesen, dass der Meisterbrief Ausgangspunkt für erfolgreiche Existenzgründung und Garant für eine hochwertige Ausbildung ist. Damals, und das hat sich vom Grundsatz her bis heute nicht geändert, ist jeder sechste sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Mecklenburg-Vorpommern im Handwerk tätig. Und noch damals, und auch das hat sich bis heute nicht geändert, ist das Handwerk der Bereich, der überproportional in unserem Land ausbildet. Und dass dieses Land, und damit meine ich nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, sondern die Bundesrepublik Deutschland insgesamt, dass dieses Land auch heute wirtschaftlich so erfolgreich dasteht, ist nicht zum Schluss auch sowohl den Handwerkern, den Meistern, aber insbesondere auch der dualen Ausbildung hier in Deutschland zu verdanken. Diejenigen, die ausgebildet werden, aber insbesondere auch diejenigen, die in den Betrieben ausbilden, sind die Garanten für die weitere erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und Mecklenburg-Vorpommerns. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, und damit will ich dann auch schon zum Schluss kommen, freut es mich umso mehr, dass in dem letzten Koalitionsvertrag auf Bundesebene die Position, die wir hier in diesem Haus als SPD-Landtagsfraktion schon seit längerem vertreten haben, auch in den Zeiten, als die Bundes-SPD vielleicht etwas kritischer zum Meisterbrief gestanden hat, dass die Position, die wir als SPD-Landtagsfraktion schon immer vertreten haben, tatsächlich jetzt auch Eingang gefunden hat in die Koalitionsvereinbarung, nämlich dass die duale Ausbildung im Handwerk nicht nur gesichert, sondern auch verstetigt werden soll und vor allem, auch das ist hier eben schon angesprochen worden, dass der Meistervorbehalt ausgedehnt werden soll, soweit das EU-rechtskonform möglich ist, weil der Meisterbrief, und das wissen Sie alle, das hoffe ich jedenfalls, ist tatsächlich Garant für Qualität und Leistung. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, deswegen unterstützen wir natürlich, was ja auch nicht die Frage ist, sonst hätten wir diesen Antrag nicht mit eingebracht, alle weiteren Bemühungen und ich hoffe, dass alle Fraktionen in diesem Haus entsprechend auch diesem Antrag ihre Unterstützung geben. Vielen Dank. Applaus